Sie sind Gast bei der Runden Stunde am 5. April in der Klostergärtnerei und da sind wir auch gerade. Was ist die Klostergärtnerei? Ja, die Klostergärtnerei ist, wenn man unseren Kunden, die ja sich zahlreich in den Medien und in den Foren äußern, eine wunderschöne Gärtnerei mit ganz, ganz viel Atmosphäre und einem ganz, ganz außergewöhnlichen, tollen Pflanzenangebot. Und gleichzeitig sind wir eine anerkannte Werkstatt für psychisch kranke Menschen und verbinden von daher das Schöne mit dem Nützlichen, mit dem, ja, auch eben ganz wichtig, politisch wichtigen, nämlich Menschen mit psychischer Erkrankung durch ihren Alltag zu helfen, sich neu zu finden, vielleicht einen wunderbaren Job hinterher zu finden. Und ja, so haben wir eigentlich mehrere Aufgaben gleichzeitig und das ist wunderschön. Menschen, die hier arbeiten, haben diese Erkrankung, das heißt, die sind aktiv eingebunden ins Tagesgeschäft. Genau so ist es. Also wir haben mehr als 170 psychisch kranke Menschen, die bei uns im Alltag arbeiten und die werden durch ungefähr 20 Menschen ganz direkt begleitet, angeleitet und denen wird auch ganz viel beigebracht, sodass man tatsächlich ganz viele Sachen durch dieses Klientel machen lassen kann. Aber wir haben auch noch 50 festangestellte Menschen, die sich so um den Kunden kümmern oder fahren oder auch Ware annehmen oder in der Verwaltung sitzen, die also gärtnerisch sehr gut ausgebildet sind und dann den Leuten, die hier kommen, ganz viel Auskunft geben kann über das wirklich außergewöhnlich schöne Portfolio, also Angebot, was wir hier haben. Was sind so die besonderen schönen Pflanzen, die es vielleicht anderswo nicht gibt? Genau, wir produzieren ganz, ganz viele Kräuter, Stauden und historische Tomatensorten. Das heißt, wir haben nicht nur hier den Verkauf, sondern auf der anderen Seite der Straßenbahn, Pochzer oder Menschen, die Linie 7 kennen das, weil die Linie 7 trennt den Verkauf von der Produktion. Und auf dieser Produktion produzieren wir wunderschöne Stauden, die sehr bienenfreundlich häufig sind, die natürlich wachsen, natürliche Höhe haben, sehr dekorativ sind, aber auch so außergewöhnliche Pflanzen wie historische Tomatensorten, die wir in der Kooperation mit jemandem so als Bestand und als Angebot wunderbar aufgebaut haben. Oder eben auch ganz, ganz ausgezeichnete Kräuter, die alle unter einer sehr natürlichen Bedingung bei uns wachsen und dann hier verkauft werden.